So, schon wieder Donnerstag und auch schon wieder 19 Uhr. Hallo zusammen zum heutigen Trading Insights an diesem Donnerstag. Ich begrüße auch den Ingmar, der heute wieder mit am Start ist. Ja, servus René, hallo auch in die Runde. Wunderschönen guten Abend. Ja, heute haben wir ein sehr spannendes Thema aus meiner Sicht, auch wenn wir alle wahrscheinlich diese Märkte nicht so im absoluten Fokus haben, gerade für mich auch, der ja sehr viele Rohstoffe handelt. Da werden wir in dem neuen RW Mentoring auch sehr ausführlich drauf eingehen. Heute werden wir es mal so ein bisschen anreißen. Haben sich über die Jahre Erkenntnisse ergeben auch und Erfahrungswerte, die mich viel, viel stärker heute auf die Zinsmärkte schauen lassen. Und ja, wir werden heute so ein bisschen darüber sprechen, was die Zinsen für Auswirkungen auf Rohstoffe haben. Da bin ich nämlich in der vergangenen Woche über einen interessanten Artikel gestoßen oder beziehungsweise gestolpert, auf einen interessanten Artikel gestoßen, der eben da eine Behauptung in den Raum stellte, die sich ganz schnell als Märchen entlarven lässt und als Märchen, was wir aber alle, mich eingenommen, wahrscheinlich mehrere Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte, ungefragt beziehungsweise ohne es zu hinterfragen, geglaubt haben. Und naja, meine heutige Erkenntnis über Zinsen und Rohstoffe lässt mich natürlich auch Fehler, wenn wir jetzt ein zu früh dran sein oder ein zu früh bullisch sein, als Fehler bezeichnen, was es ja im Endeffekt ist, im Ergebnis, ja, anders betrachten lassen. Also von daher, Zinsmärkte sind sehr viel wichtiger, als wir alle es bislang genommen haben oder man es so typischerweise nimmt. Und wir werden auch einen Spread Trade, den ich aktuell im US-Bondmarkt aufgemacht habe, jetzt seit ein paar Tagen läuft der, thematisieren. Also Fokus heute auf die Zinsen, weil davon geht eben alles aus. Hier kam auch schon eine Frage, die ich gerade direkt gesehen habe. Thema inverse Zinsstruktur in den USA. Eine inverse Zinsstruktur, vielleicht dazu ganz kurz, bevor wir loslegen, bedeutet ja, dass die Renditen für kurzlaufende Anleihen höher sind als für langlaufende. Das heißt also, naja, wir haben ja das ist ja alles heutzutage auf den Kopf gestellt. Mittlerweile kriegt man ja sogar Zinsen, wenn man sich Geld leiht. Also deshalb bei den Zinsmärkten muss man da tatsächlich völlig umdenken mittlerweile, glaube ich. Auf jeden Fall allgemein sagt man, eine inverse Zinsstruktur geht einer Rezession voraus, ist eine Frühindikation für eine Rezession, also für eine wirtschaftliche Flaute, für einen Rückgang der Wirtschaftsaktivität. Und ja, allgemein sagt man so, die geht dann innerhalb von 6 bis 24 Monaten danach los. Das ist das, was man allgemein sagt. Die Frage hierzu oder dass wir das Thema aufgreifen, ist sehr gut. Ich würde mich dabei aber gerne oder darauf gerne insofern vorbereiten, als ich dann dazu tatsächlich auch gerne mal eine Statistik anlegen würde, weil jeder von euch oder viele von euch kennen wahrscheinlich das Hindenburg-Omen. Das ist so eine, ja, eine Verkettung von Bedingungen, die angeblich Crashs im Aktienmarkt voraussagt. Und jetzt bei den inversen Zinsstrukturen ist es auch so, da sagt man, okay, jeder großen Wirtschaftskrise ging eine inverse Zinsstruktur voraus. Das klingt erstmal ganz gut. Das Problem ist, wir hatten jetzt 9 große Wirtschaftskrisen irgendwie in diesem Betrachtungszeitraum, der da genommen wurde, bei diesen Daten, die ich gesehen habe. Wenn man jetzt hört, okay, das ging jeder Wirtschaftskrise gegen eine inverse Zinsstruktur voraus, kann man sagen, super, dann wissen wir jetzt, was kommt. Das ist falsch, denn es könnte ja sein, dass wir noch 40 andere Male eine inverse Zinsstruktur hatten, wo nichts passiert ist. Und genau das gilt es natürlich zu untersuchen. Wie signifikant ist das? Also, ich kann jetzt natürlich auch sagen, jedes Mal, bevor der Dow Jones zusammengekracht ist, wurde es abends bei mir ab 22 Uhr dunkel. Ja, das ist aber auch an allen anderen Tagen so gewesen. Also von daher ist da keine Signifikanz gegeben. Und genau darum geht es. Das würde ich gerne dann für eines der nächsten Male vorbereiten, weil
grundsätzlich, was eine Inverse-Zinsstruktur bedeutet, haben wir gerade gesagt. Aber jetzt mal spezifisch herauszuarbeiten, wie indikativ war das denn wirklich? Das würde ich gerne machen. Habe ich mir auch schon notiert. Sehr guter Punkt auch, gute Frage. Werden wir in einem der nächsten Webinare, ob ich es jetzt bis Sonntag schon schaffe, weiß ich nicht. Ich muss erst mal gucken, welche Daten ich dafür bekomme. Und dann werde ich das vorbereiten für eines der nächsten Webinare. Auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, weil das kann natürlich eine ganz wichtige Prognose sein oder eine ganz wichtige Indikation, die uns ja in die eine oder andere Richtung auf jeden Fall Nutzen stiftet. Also werden wir auf jeden Fall demnächst thematisieren. Das wollte ich an der Stelle schon mal beantwortet haben. Dann ganz kurz die rechtlichen Hinweise. Wir richten uns auch heute an kundige Selbstentscheider mit Erfahrung im Bereich Hehlprodukte. Alles, was wir besprechen, dient nur Demonstrationszwecken, ist keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren und ersetzt natürlich keine Anlageberatung. Hehlprodukte beinhalten hohe Risiken, die bis hin zum Totalverlust reichen können, wenn es zum Knockout kommt, der Optionsschein wertlos verfällt oder der Emittent ausfällt. So, Thema Zinsen. Ich finde es interessant. Es geht auch dabei gar nicht darum, klug zu scheißen, denn man selbst macht permanent Fehler, immer wieder, lernt immer wieder dazu. Aber was ich eben über die mittlerweile mehr als 2 Jahrzehnte, sind jetzt 23 Jahre, die ich an der Börse aktiv bin, immer wieder gesehen habe und erfahren habe, Dinge, die in Lehrbüchern stehen oder die man irgendwo mal gehört hat, oft gehört hat, die in den Medien so dargestellt werden, die sind in doch auffällig vielen Fällen gar nicht so, wie sie dargestellt werden. Wir haben uns zum Beispiel neulich auch mal angeschaut, die Korrelation oder die direkte Korrelation zwischen dem Dollar und diversen Rohstoffen ist gar nicht so stark, wie es allgemein dargestellt wird. Also das ist auch so ein Punkt. Dann auch das Thema Gold als Safe Haven hat zwar natürlich diese Funktion, ganz klar, aber jetzt das, was so sich allgemein sehr weiter verbreitet hat, ist ja, dass wenn der Aktienmarkt runterkracht, das Gold dann steigt. Und das ist auch falsch. Das kann jeder nachprüfen. Schaut euch die größten Crashs an, die es am Aktienmarkt gegeben hat. Natürlich, wenn man jetzt unter der Prämisse der Outperformance schaut, naja gut, klar, wenn der Aktienmarkt um 35 bis 40% runterknallt und Gold ist nur 10% gefallen, kann man natürlich sagen, okay, das war ein Kapitalschutz in gewisser Hinsicht. Ganz klar, also Gold ist dann schon stärker. Aber so, dass man jetzt sagen kann, okay, jetzt muss ich in Gold umschichten, weil das wird mega profitieren, ist auch nicht so. Wird aber allgemein schon meines Empfindens nach so dargestellt. Und hier, was Zinsen und Rohstoffe angeht, The Balance übrigens eine Webseite, muss ich an der Stelle ganz klar sagen, das ist die Quelle für diese Behauptung oder für diese, ja, wie auch immer man es nennen will, für diese Untersuchung oder diese Aussage. The Balance, sehr gute Webseite. Sind immer interessante Beiträge drauf. Also das möchte ich vorwegnehmen, weil das gar keine Kritik daran sein soll. Aber es werden mitunter Sachen natürlich so allgemein dargestellt, die so nicht stimmen. Und ich selbst habe immer wieder die Erfahrung gemacht, manche Dinge habe ich, gerade auch zum Beispiel was Terminstrukturkurven angeht, inverse Terminstrukturen übernimmt man erstmal unkritisch, weil man es gehört hat, weil man vielleicht auch nicht die Daten hat, um es zu untersuchen. Dann klappt das ein paar Mal, denkt man, okay, scheint zu stimmen. Und irgendwann merkt man, okay, es stimmt doch nicht so ganz, wie es gesagt wurde. Und dann fängt man an, es zu untersuchen. Also das passiert immer wieder. Und in dem Fall hier ist es auch ganz interessant. Also hier steht ja klar, schwarz auf weiß, wenn die Zinsen steigen, dann fallen die Rohstoffpreise. Und wenn die Zinsen fallen, dann steigen die Rohstoffpreise. Und hier wird argumentiert, dass die Lagerkosten natürlich dann entsprechend, dass es an den Lagerkosten liegt. Das stimmt schon. Die Faktoren, warum Zinsen Einfluss nehmen auf Rohstoffpreise und wie sie die Preise nach oben treiben oder auch niedrig halten, das werden wir im Mentoring Advanced ziemlich früh, weil das alles andere bestimmt. Wenn man die Zinseinschätzung richtig macht, liegt man auch bei den Rohstoffen ganz gut.
Und wie ich auch selbst erfahren habe, wenn man die Zinsentwicklung falsch einschätzt, und das habe ich in den letzten Jahren, ich bin davon ausgegangen, dass es viel stärker und auf breiter Front steigende Zinsen gibt. Das war eine völlige Fehlannahme. Und deshalb bin ich auch bei den Rohstoffen schlecht gelegen gewesen. Ganz einfach. Und das ist, glaube ich, das muss man sich mal bewusst machen. Wenn ich die Zinsentwicklung falsch einschätze, dann werde ich es schwer haben, in den anderen Assets Geld zu verdienen. Und das ist etwas, was ich vor 10 oder vor 20 Jahren so noch nicht gesehen habe. Und solche Erfahrungen muss man erst mal machen. Und wenn ich jetzt sehe, oder wenn ich mir jetzt die Frage stelle, warum war ich bei dem einen oder anderen Rohstoff schon einen Ticken zu früh oder deutlich zu früh bullisch, dann liegt das natürlich primär daran, ich hatte zwar schon den Einfluss der Zinsen auf die Rohstoffe gekannt und der war mir sehr bewusst, aber ich habe einfach die Zinsentwicklung völlig falsch eingeschätzt. Ich bin davon ausgegangen, dass wir auf breiter Front auch in Europa und in anderen Regionen die Zinsen anheben werden. Was haben wir gesehen? In den USA ging es ein bisschen rauf. Dann jetzt auch schon wieder die Senkung. Und in allen anderen Regionen, wir haben es ja jetzt gerade jüngst erst in Asien gesehen, Australien, Brasilien, wurden die Zinsen nochmal gesenkt. Und das ist der Punkt. Ich lag bei den Zinsen völlig falsch mit meiner Einschätzung. Und wenn ich da falsch liege und die sind maßgeblich für den Rohstoffbereich, dann liege ich auch da falsch vom Timing her. Und hier, wie gesagt, sieht man, da wird dargestellt, dass angeblich, wenn die Zinsen steigen, es die Rohstoffpreise drückt. Und was ich immer jedem empfehlen kann, auch bei den Sachen, die wir hier besprechen oder die ich hier von mir gebe oder der Ingmar, es ist in vielen Fällen sehr, sehr einfach, indem man sich einfach mal einen Chart nimmt und guckt, stimmt das denn zumindest ungefähr, was da erzählt wird, oder findet man das gar nicht wieder? In manchen Fällen habe ich zum Beispiel Sachen, die ich irgendwo gehört habe, sofort wiedergefunden in den Charts. Und in manchen Fällen habe ich mir sofort die Frage gestellt, wie kommen die darauf? Es ist gar nicht so. Und naja, hier sehen wir jetzt mal die US-Leitzinsen unten. Und hier oben sehen wir einen Rohstoffkorb in Form des CRB Commodity Index, einer der größten und wichtigsten Rohstoffindizes. Wir sehen hier die Historie bis 2015. Und naja, man muss jetzt kein großer, man muss jetzt kein super geschultes Auge haben, um zu erkennen, dass hier ganz offensichtlich die Korrelation positiv ist. Sprich, die Zinsen bewegen sich, beziehungsweise die Rohstoffpreise bewegen sich mit den Zinsen. Zinsen gehen hier rauf, Rohstoffpreise gehen rauf. Hier gehen die Rohstoffpreise runter. Warum? Weil die Zinsen runtergehen. Hier der Erholungsschub. Das ist dieser Schub hier. Hier geht's runter. Warum? Weil die Zinsen runtergehen. Hier gehen die Zinsen rauf. Rohstoffe gehen rauf. Zinsen gehen runter. Rohstoffpreise gehen runter. Zinsen gehen rauf. Rohstoffpreise gehen rauf. Hier tut sich erstmal nichts. Da tut sich auch nicht viel. Zinsen runter. Rohstoffpreise runter. Zinsen rauf. Rohstoffpreise rauf, die sind dann noch ein bisschen weiter gestiegen. Es ging hier, gab hier nochmal ja, einen Schub, der weiterführte in dieser Phase. Das war eine Übertreibung. Man kann jetzt nicht sagen, dass es sich auf den Millimeter genau so bewegt, aber wenn man sich mal die groben Schwünge anschaut, Zinsen hier runter, also hier war ja das Zinsniveau erstmal unverändert über mehrere Jahre, da sind die Rohstoffpreise noch weiter gestiegen. Zinsen runter, Rohstoffpreise runter. Hier hat sich nicht viel getan, eine mini kleine Erholung bei den Zinsen. Da haben wir mal noch so einen Schlenker gesehen. Aber insgesamt kann man sagen, das ist natürlich auch hier bei so einem Rohstoffindex, muss man noch eines dazu sagen, das ist natürlich eine Gewichtungsfrage. Jeder Rohstoffindex hat andere Gewichtungen, also hat andere Akzentuierungen. Viele sind stark rohöllastig. Da muss man ein bisschen natürlich aufpassen. Also jetzt, wenn man hier so einen Erholungsschub sieht, könnte man meinen, das ist ja bombastisch gelaufen. Das war ja noch der Bullenmarkt. Und dieser Einbruch hier hängt natürlich auch damit zusammen, dass da die Wirtschaftskrise war, Rohölpreis ist eingebrochen und so weiter. Aber insgesamt kann man eben sagen, wir haben hier seit 2009 bis 2011 so diese Ecke, haben wir anhaltend niedrige Zinsen mit Anleihenkaufprogrammen und die Rohstoffpreise sind insgesamt tendenziell in dieser Zeit gefallen. Es gab eine Zwischenerholung, klar, man wird das jetzt nicht präzise jeden einzelnen Schwung mitnehmen können. Und es geht auch nicht darum, dass jetzt
die Rohstoffpreise genau exakt den Trend der Zinskurve abbilden. Aber was man natürlich klar sehen kann, was wir jetzt hier gerade auf eine ja, künstlerisch anmutende Art und Weise skizziert haben, die Schwünge, also Zinsen rauf in einem bestimmten Fraktal im Rohstoffmarkt nach oben. Also, dass diese Ups and Downs gar nicht der Trend jetzt. Der Trend ist bei den Zinsen abwärts und bei den Rohstoffen ging ja hier erstmal aufwärts. Es geht jetzt um die einzelnen Fraktale von hier bis hier rauf. Rohstoffe gingen mit rauf. Von hier bis hier runter. Rohstoffe liefen seitwärts beziehungsweise moderat abwärts. Also um die einzelnen Schwünge. Die sind extrem deckungsgleich. Und das stellt ja das, was da gerade in dem Artikel beschrieben wurde, auf jeden Fall ad absurdum. Eine tolle Webseite, habe ich sehr viele hilfreiche Sachen auch schon gelesen, aber in dem Fall hier muss man einfach sagen, ist es relativ einfach zu sehen, dass die Zinsen die Rohstoffpreise entsprechend treiben. Woran liegt sowas? Das hat natürlich im Prinzip simple Gründe. Niedrige Zinsen bedeutet in der Regel, die Lebenshaltungskosten sind vergleichsweise günstig. Niedrige Zinsen machen Lagerkosten günstig. Und das Thema Produktionskosten zum Beispiel, wenn ihr euch mal anschaut, wie Produktionskosten sich verändern für sämtliche Rohstoffe, die sind mal niedriger und mal höher. Und woran liegt das? Das liegt natürlich daran, dass wir konjunkturelle Ups and Downs haben, dass die Zinsen auch natürlich sich mal nach oben, mal nach unten bewegen. Und deshalb sind natürlich auch Kosten wie Lohn. In der Wirtschaftskrise werden die Löhne natürlich eine geringe Komponente haben. Die Löhne werden niedrig sein und die werden natürlich auch nicht so viele Arbeiter in Lohn und Brot haben. Das heißt also, Lohnkomponente, der Kostenfaktor Lohn für Arbeiter ist gering. Zinsen, wenn Zinsen niedrig sind, kann zum Beispiel sind die Mietkosten nicht so hoch, Kreditkosten sind nicht so hoch, um Maschinen zu finanzieren und so weiter. Also niedrige Zinsen sind schon rein logisch eigentlich. Und ich sage das jetzt nicht in dem Modus von wegen, ich weiß das schon seit 20 Jahren, sondern das ist eine Sache, die eigentlich sehr logisch ist, die man sich aber irgendwann nach 15 Jahren oder nach 20 Jahren mal wirklich bewusst macht. Also jedenfalls, vielleicht hat der ein oder andere diese Weisheit sofort mit Löffeln gefressen gehabt. Eigentlich eine sehr logische Sache, aber man glaubt erst einmal unbesehen und unkritisch und ohne es zu prüfen, etwas, was so allgemein behauptet wird. Dabei ist es andersherum eigentlich sehr viel logischer und wenn man das mal gegenüberstellt, wie wir es gerade gemacht haben, wird man das auch tatsächlich sehen. Das heißt also, wenn ich es zusammenfasse, kann man sagen, niedrige Zinsen sind ein starkes Argument dafür, dass Rohstoffpreise am Boden sind, weil viele Kostenfaktoren einfach, das haben wir auch in den letzten Jahren gesehen, ja, relativ gering sind. Wir haben zudem natürlich im Rohstoffsektor auch eine Technologisierung, also eine Technologiewelle gehabt in den letzten 10, 15 Jahren. Das ist sehr viel effizienter geworden, ganz klar. Auch noch ein Faktor, aber wenn man jetzt bei den Zinsen bleibt, hohe Zinsen machen natürlich die Lebenshaltungskosten und die Arbeitskosten teurer. Das heißt also, Löhne sind teurer. Wenn ich mein Lebensstandard erhalten möchte, das ist sehr viel teurer, alles wird teurer. Hohe Zinsen machen Lager- und Mietkosten teurer, das erlebt jeder von euch auch jetzt natürlich immer wieder, schon bestimmt seit vielen Jahren oder vielen Jahrzehnten, kriegt ihr das natürlich auch mit, dass es je nach konjunktureller Lage mal günstig ist zu wohnen und mal teurer. Oder viele Selbstständige, habe ich gerade neulich eine Dokumentation gesehen, wo es darum ging, dass ein Immobilienspekulant ganz, ganz günstig Büros gemietet hat zu Zeiten der Wirtschaftskrise 2008. Also, das ist eine ganz normale Begebenheit, die viele von euch schon erlebt haben werden, dass man natürlich günstig mieten kann und dass man auch ja, günstig Kredite bekommt in Phasen wirtschaftlicher Flaute. Hohe Zinsen machen die Kreditkosten höher für Farmer. Ich habe gerade jetzt. Also ihr seht, ich sehe sehr viele Dokus. Ich habe gerade eine Dokumentation über Goldschürfer gesehen. Das waren natürlich jetzt keine großen Minengesellschaften, sondern so kleinere Firmen. Und sind da mit einem Bagger und so einem uralten Gerät, auf dem die das ganze Erdreich, was sie abgetragen hatten, da gewaschen haben, sind die da rumgetuckert. Und da war ein ganz, ganz wesentlicher Faktor.
Und das wird ja, egal, ob man jetzt eine große Gesellschaft ist oder eine kleine Gesellschaft, ist ein ganz wesentlicher Faktor gewesen. Bei allen sind die ganzen Gerätschaften irgendwann kaputt gewesen. Also irgendwelche Kugellager kaputt, Schmiernippel abgebrochen, Gott weiß was. Also heißt, sowas muss ja instand gehalten werden, sowas muss angeschafft werden und natürlich dann, wenn ich günstige Kredite bekomme, kann ich Maschinen günstiger anschaffen und wenn die Zinsen eben hoch sind, habe ich natürlich größere Probleme, das zu bewerkstelligen. Also, lange Rede, kurzer Sinn, hohe Zinsen verteuern natürlich viele Faktoren, viele Kostenfaktoren. Wenn ihr euch mal auch anschaut, würde ich jedem raten, das machen wir im RW Mentoring dann auch. Wie setzen sich die Produktionskosten für einen Rohstoff zusammen? Dann gibt es da ja etliche Kostenfaktoren. Wenn ihr euch den Waste-Report von der USDA zum Beispiel mal anschaut, dann seht ihr das zum Beispiel auch. Seht ihr aufgelistet oder bei vielen Erhebungen der USDA sieht man, wie sich die Kosten zusammensetzen von einzelnen Rohstoffen. Und die sind mal höher und mal niedriger. Das hat unter anderem natürlich mit den Zinsen zu tun. Und die Erkenntnis, die ich eben schon hier geteilt habe, vieles, wo ich zu früh dran war bei Rohstoffen, lag daran, dass ich den Zinsmarkt falsch eingeschätzt habe. Und hätte ich da früher diese Durchschlagskraft und diese Wucht, die die Zinsen haben, für alle Assets, hätte ich früher mir das so bewusst gemacht, hätte ich den ein oder anderen schmerzhaften Trade vielleicht nicht ganz so schmerzhaft gehabt. Ich wäre trotzdem wahrscheinlich zu früh dran gewesen, aber nicht so viel zu früh. Und das ist etwas, eine ganz, ganz wichtige Lehre, die ich aus diesen 2 Jahrzehnten gezogen habe, dass tatsächlich von den Zinsmärkten im Grunde alles ausgeht. Ich glaube auch, und das wird vielleicht werden viele von euch nachvollziehen können oder bei sich selbst erleben, ich glaube, das ist natürlich eine so einfache Kausalität, dass man jetzt auf die Zinspolitik achtet. Das ist natürlich so einfach, dass man sich sagt, okay, das kann es ja jetzt nicht sein, dass ich auf die Zinsen achte und danach lege ich fest, wie ich die anderen Assets handle. Aber so einfach ist es. Also ist es zumindest insofern einfach, als die Notenbanken inzwischen, ich würde mal sagen, so in den letzten 5 bis 7, 5 bis 10 Jahren tatsächlich sehr, sehr transparent kommunizieren. Das war ja früher gab es, also ich kann mich noch erinnern, wie oft es überraschende Zinssenkungen gab, also zu nicht angekündigten Terminen und in einem Ausmaß 0,5 Prozentpunkte. Ich glaube, ich habe irgendwann mal auch 0,75 Punkte erlebt. Zumindest glaube ich, dass es so war, bin mir aber nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, früher war das sehr viel überraschender, noch so zu Zeiten Greenspans und davor wahrscheinlich noch mehr. Und mittlerweile ist die Kommunikation eigentlich sehr, sehr transparent und man kann eigentlich die Notenbankpolitik eigentlich ganz gut abschätzen. Setzt aber voraus, also das ist eigentlich eine gute Sache, setzt aber voraus, dass ich dieses Bewusstsein auch habe. Und bei mir persönlich ist das Bewusstsein erst mit den Jahren gereift. Also da muss ich sagen, das war eine der wichtigsten Lehren, die ich über die Jahre gemacht habe. Und es wird natürlich trotzdem schwierig sein und man wird jetzt es trotzdem nicht immer perfekt machen, aber ein ganz, ganz wesentlicher Faktor ist eben der Zinsmarkt. Und für mich, wie gesagt, um da das Fazit nochmal zu ziehen, meiner Meinung nach ist das allererste, wenn ich ein Rohstoffspekulant bin, womit ich mich befassen muss, sind die Anleihenmärkte. Ich muss auch die Zinspolitik der Notenbanken im Blick haben. Wenn ich das im Blick habe und das gut einschätzen kann oder wenn ich das gut verstehe, was da gemacht wird, dann werde ich viele Fehler vermeiden oder zumindest einen Großteil an Reduzierung von Fehlern hinbekommen. Und wenn ich damit falsch liege, dann liege ich möglicherweise auch mit allen anderen Dingen falsch, die ich dann danach mache. Deshalb ist das etwas, was wir ziemlich früh in dem Mentoring ausführlich besprechen werden, wie man sich da orientieren kann, auch meine ganzen Lehren, auch die ganzen Fehler, die ich gemacht habe und aus denen ich gelernt habe, werden wir da thematisieren, weil ich glaube, das ist natürlich etwas, was ja alles andere terminiert. Und ich finde sowas immer sehr beeindruckend. Jetzt nicht, weil ich da drauf gekommen bin oder weil ich mir das angeschaut habe irgendwann mal, sondern weil es eine tatsächlich logische Kausalität ist und man wirtschaftet da aber jahrelang, kocht da sein eigenes Süppchen, ohne auf etwas
einfaches, logisches und sehr, sehr starkes zu achten. Man zeichnet da Linien rein, Indikatoren, misst statistische Setups, guckt sich COT-Daten an, aber niemand schaut mal auf den Zinsmarkt. Also jedenfalls, man kriegt es mit, aber beachtet man es und setzt man seine gesamte Strategie darauf aus? Wahrscheinlich eher nicht. Und ich glaube, da ist eine Fokussierung, eine Umfokussierung schon sehr, sehr hilfreich. Und auch hier wieder, jetzt kann man natürlich sagen, das muss man doch wissen. Die Trader, die ich kennengelernt habe, die internationales Top-Niveau haben, meiner Meinung nach, alles amerikanische Trader überwiegend, das sind alles Leute, die einem immer wieder erzählen oder die immer wieder auch in Interviews, wenn man sich die anschaut, neulich Ray Dalio gesehen, der gesagt hat, was er 1980, 81 für einen Schwachsinn erzählt hat und wie überheblich er war. Das sind keine Leute, die sagen, ich weiß alles schon seit 60 Jahren, sondern das sind Leute, die immer wieder davon sprechen, was sie falsch gemacht haben und wie sie daraus gelernt haben. Und wir haben hier, glaube ich, so in unseren Breitengraden das Problem, dass man immer nur darauf schaut, oh, wo hat mal einer was falsch gemacht? Und mein bestes Beispiel ist der, ich wollte schon sagen, Patrick Lindner, der Lindner von der FDP. Der hat irgendwann vor 20 Jahren mal ein Startup-Unternehmen gehabt. Das wird er noch, wenn der 150 ist, vorgehalten bekommen. Und das ist so der Modus, den wir hier in unseren Breitengraden haben. Wenn irgendeiner irgendwo mal was falsch gemacht hat oder falsch lag, dann wird da 80 Jahre lang draufgehauen. Und naja, wem das Spaß macht, soll es machen. Auf jeden Fall, meiner Meinung nach, wird es immer wieder so sein, gerade an der Börse auch. Ich werde Dinge lernen, dadurch, dass ich sie falsch mache oder dass ich dort eine empfindliche Erfahrung mache, was das Finanzielle angeht oder was Leidensdruck angeht oder was auch immer. Und das sind aber die nachhaltigsten Lerneffekte. Ich sage das auch immer wieder zu meinem Sohn, wenn er mal irgendwo sich wehtut oder wenn irgendetwas passiert, was für ihn schlimm ist. Das sind die nachhaltigsten Lerneffekte und von daher finde ich da auch nichts Schlimmes dran. Das ist etwas, wenn man da mal längere Zeit eins übergebraten bekommen hat von den Märkten, das merkt man sich und das wird man nicht mehr so schnell vergessen. Also von daher mein Rat auch an alle, die ja abseits des Trading Room oder auch abseits des RW Mentoring aktiv sind und eigenständig da agieren. Wenn sie es nicht ohnehin schon machen, die Zinsmärkte viel, viel stärker im Blick zu behalten und statt sich irgendwelche, ja, Reportagen, wie irgendwer mit dem Ferrari rumfährt, anzuschauen, einfach mal vielleicht auch ja, die Sitzungsreporte von der Fed zu lesen. Das macht ja, wahrscheinlich hat das noch nie einer gemacht hier. Ich habe vielleicht einen Report mal gelesen in 23 Jahren. Also vielleicht merkt man daran, dass man da das ein oder andere doch falsch kanalisiert hat. Und ich glaube, das ist schon sehr viel wichtiger. Nicht ohne Grund richten ja große Banken und die haben ja schon ein bisschen Ahnung auch natürlich den Fokus sehr auf diese FED-Sitzung und natürlich auch auf Wirtschaftsdaten, die diese FED-Sitzung und die Entscheidungen bei den FED-Sitzungen natürlich beeinflussen, wie jetzt die Non-Farm Payrolls. Also von daher, ich glaube, das ist schon sehr, sehr wichtig, dass man dort die Bonds an erste Stelle setzt. Und dann wird man wahrscheinlich in den Aktienmärkten, bei den Rohstoffen und auch bei den Währungen sehr viel besser von der grundsätzlichen Ausrichtung liegen, als man es tut, wenn man daran vorbeiwirtschaftet. Jedenfalls ist das meine Erfahrung und mein Eindruck, den ich über die beiden Jahrzehnte gewonnen habe. So, wenn wir Fragen haben, können wir die an der Stelle durchgehen. Eigentlich, es kam gerade noch was, aber ich glaube, tendenziell die Fragen, die reinkamen, die habe ich beantwortet. Kam nämlich gerade noch die Frage vom Kai gerade eben, derzeit sind die Zinsen ja im Keller, aber die Mieten explodieren. Wie korreliert das? Da habe ich aber schon darauf geantwortet. Natürlich aufgrund der Nullzinspolitik, dass natürlich das Geld oder die Gelder in Immobilien geflossen sind. Dadurch sind die Immobilienpreise natürlich explodiert und damit auch die Mieten. Das ist natürlich ganz klar, dass das dann entsprechend zusammenhängt. Ansonsten. Nee.
Haben wir soweit alles durch. Genau, eben kam noch eine Frage, aber das ist eine allgemeine Frage. Das können wir so später noch besprechen, bezüglich des neuen Airbnb-Mentorings. Aber da können wir vielleicht dann am Ende nochmal drüber reden. Ja, okay, alles klar. Wir bleiben im Themengebiet Bonds und schauen uns eine ja, Trading-Situation an, die ich jetzt in dieser Woche auch aufgemacht habe oder wo ich einen Trade aufgemacht habe. Und zwar handle ich im Moment gerade die 10-Year T-Notes Long gegen den T-Bond Short. Wir haben am Anfang, erste Frage war ja hinsichtlich der inversen Zinsstruktur in den USA. Und wir hatten natürlich jetzt eine Phase, in der der T-Bond doch eine ordentliche Outperformance hatte. Und das, worauf ich jetzt setze, ist, dass die 10-Year T-Notes stärker sein werden als der T-Bond. Wie lange das braucht, wird man sehen. Was auf jeden Fall wichtig ist dabei oder warum ich diese Position aufgemacht habe in den Dezemberkontrakten jeweils, hat zwei Gründe. Erstens, der nominale Spread zwischen dem T-Bond und den 10-Year T-Notes ist auf dem Niveau von 2016, sehen wir hier. Und jetzt sind wir hier auch ungefähr auf dem gleichen Niveau und damals ist das doch sehr, sehr ordentlich nach unten gegangen. Diese magentafarbene Linie hier, lilafarbene Linie, die markiert das Niveau, was ich als Ziel habe für diesen Spread. Wie viel das dann in Dollar insgesamt ist, hängt natürlich auch davon ab, ob ich irgendwie diese Position nochmal rollen muss und ja, und ob das dann auch genau getroffen wird. Aber das geht schon in die Tausende Dollar. Das müsste so eine Bewegung sein, die ja locker 6.000 bis 8.000 Dollar wert sein wird. Aber wie gesagt, muss man sehen, wie lange das Ganze braucht. Aber das ist ein Grund, also der nominale Spread auf dem Niveau von 2016, sehen wir hier. Und hier unten sehen wir den Spread-Indikator. Das ist im Grunde einfach nur ein Oszillator auf den Spread. Und da kann man sehen, es gibt oftmals, gibt es zwei Short-Indikationen hintereinander. Die erste ist vom Timing. Zum Beispiel jetzt wie hier 2016, da gab es hier das erste Short-Signal, war nicht so doll. Das zweite saß dann aber und da gab es dann einen heftigen Einbruch. Wir haben jetzt auch das zweite Short-Signal. Das erste war auch nicht doll und ich versuche jetzt hier zu diesem ersten Signallevel zurückzuhandeln. Wenn man sich mal die historischen Short-Signale in diesem Setup anschaut, sieht man hier zum Beispiel lief das auch noch ein Stück weiter und dann ist der Spread schnell auf das Niveau des ersten Signals zurückgekommen, nämlich hierhin und danach sogar noch weiter nach unten, gab es ein Gegensignal. Hier hatten wir auch zwei Signale. Hier das erste Short-Signal, auch vom Timing her nicht gut. Hier kam das zweite, das war schon sehr viel besser. Und dann ist man relativ zügig auf das Niveau des ersten Signals zurückgekommen mit dem Spread. Heißt also, ich muss mit Ungenauigkeiten rechnen, wenn ich hier schon die erste Signalsituation nutze. Hier auch wieder erstes Signallevel. Naja, da lief es erstmal nur seitwärts. Das zweite brachte dann tatsächlich die Korrektur und dann sind wir auch wieder zurückgelaufen hier auf das erste. Also jetzt in dem Fall mache ich ja diesen Spread Trade erst auf bei diesem zweiten Signal und man sieht, dass diese Signale, hier gab es ein Short-Signal, gab es eine scharfe Korrektur, hier gab es ein Short-Signal, da lief das nur seitwärts, hat man aber jetzt auch nichts verloren. Hier gab es ein Short-Signal, da ist es auch gefallen. Das heißt also, diese ganzen Signale, wenn ich mir das anschaue, wenn ich das zweite Signal gehandelt habe oder wenn es nur eins gab, dann hat man natürlich nur das eine gehabt. Das ist alles zumindest wieder auf das Niveau des ersten Signals zurückgekommen, hat meistens dann eine scharfe Korrektur hingelegt. Das ist keine Garantie dafür, dass das jetzt auch so sein wird. Ich meine, das ist jetzt eine Historie hier von 14 Jahren, die man betrachtet. Sind ein paar Fälle, hat da zwar immer funktioniert, aber das ist keine Garantie dafür, dass das jetzt auch so sein wird. Gerade die Zinsmärkte haben ja eine Veränderung auch in den letzten 10 Jahren erfahren, an die vorher überhaupt nicht zu denken war. Und Gott weiß. Und das ist auch der Punkt, warum ich jetzt auch, was die Rohstoffe angeht, ein bisschen umgedacht habe, beziehungsweise umakzentuiert habe, auch jetzt in Projekten wie der MDC. Wenn die Grundannahme, dass die Zinsen in dem Modus laufen werden, wie sie früher gelaufen sind, sprich, es gibt aggressive Zinssenkungen, dann werden sie wieder aggressiv erhöht. Wenn diese Grundannahme falsch ist und wir möglicherweise, und das befürchte ich immer mehr, in eine Phase reinkommen, in der Nullzinspolitik normal ist und es vielleicht sogar Schwankungen gibt, die zwischen deutlich negativen Zinsen und leicht positiven Zinsen hin und her gehen und wir diese hohen Zinsniveaus, die wir vielleicht noch aus den 90ern
kennen, dass wir die vielleicht gar nicht mehr so schnell sehen. Wenn diese Grundannahme, die man von den Zinsen von früher hat, wenn die falsch ist, dann können sich auch natürlich Preise sehr viel länger auf einem Niveau halten, sprich Aktienpreise sehr viel länger in einem Bullenmodus bleiben, Rohstoffpreise möglicherweise sehr viel länger in einem lethargischen Niedrigmodus bleiben. Von daher ist da tatsächlich es meiner Meinung nach wichtig, dass man seine Denkmuster aufbricht. Jedenfalls ich tue das, weil ich natürlich schon auch sehe, dass sich diese Zinslandschaft verändert hat. Und wir haben da auch immer mal wieder drüber diskutiert. Der Ingmar und ich, wenn wir mal was essen waren oder auch andere aus dem Finanzbereich dabei waren, wird das immer mal wieder diskutiert. Was erwartet man bei den Zinsen? Und ja, mittlerweile sehe ich es selbst auch ein bisschen anders, als ich es noch vielleicht vor 1, 2 Jahren gesehen habe. Das heißt nicht, dass das richtig sein muss, aber diese Denkmuster, ich erinnere nur daran, dass der Bund Future ja niemals über die 160 steigen durfte und konnte. Jetzt würden wir alle wahrscheinlich Luftsprünge machen, wenn der nur mal in die Nähe von 160 käme, und zwar von oben. Ich glaube, da hat man ganz falsche Vorstellungen und es kann gut sein, wenn man sieht, dass wie stark diese Stellschrauben, die die Notenbanken und die Regierungen haben, wie stark die jetzt schon ja angezogen sind, bis zum Anschlag nämlich, dann gibt es eigentlich gar nicht mehr viele Möglichkeiten, weil man gerade so viel wie auf Pump finanziert wurde. Man muss sich nur mal in seiner Nachbarschaft oder im Freundeskreis umschauen. Wenn ich hier mit Nachbarn, die hier gebaut haben, spreche, ich weiß noch, wie es bei uns war, als wir gebaut haben, da musste man, um mal irgendwie 50.000 Euro Kredit zu bekommen, da musste man seinen ganzen Lebenslauf offenlegen und zig Sicherheiten und alles. Mir sagen die Leute, die in den letzten 3 Jahren Kredite aufgenommen haben, sagen, die mussten null Eigenkapital einbringen. Ich kenne Leute, die bei größeren Banken arbeiten und dort Kreditvergabe machen. Und da gab es interne Weisungen, dass wenn ein Kunde an einem Kredit interessiert war und ohne Zusage oder ohne zu unterschreiben wieder raus will, dass dann die Chefin gerufen wird, die Leiterin dieser Filiale, und dass die denn dann nochmal bearbeitet. Also im Prinzip, lange Rede, kurzer Sinn, sind massenhaft Leute in Kredite reingetrieben worden. Und was das dann bedeuten würde, wenn die ihre Kredite nicht mehr bedienen könnten durch zu hohe Zinsen, das werden wahrscheinlich nicht nur wir wissen, sondern auch die Leute, die das zu entscheiden haben mit den Zinsen. Von daher kann es gut sein, dass diese ganze Grundannahme über die Zinsen, wie sie sich entwickeln werden oder wie sie sich entwickeln müssen, falsch ist mittlerweile. Und ich bin sehr gespannt, wie das in den nächsten Jahren und in den nächsten 10 Jahren laufen wird. Und ich glaube, wir werden da noch die ein oder andere Überraschung erleben. Hätte ich jetzt vor 1, 2 Jahren auch noch ein bisschen anders gesehen, aber da lag ich einfach falsch, muss man ganz klar sagen. Da muss ich den Ingmar loben, der hat schon als, ja, was heißt als einer der Ersten, aber auf jeden Fall war er da schon früher anderer Meinung als ich. Der hat da schon früher gesagt, dass das möglicherweise aus seiner Sicht länger so bleiben kann, wie wir es jetzt haben, dass wir vielleicht diese riesigen Zinsanhebungen gar nicht mehr so schnell sehen werden. Und mittlerweile muss ich sagen, ich kann mir Danke das dir, auch. René. Ja, ab und zu muss man dich auch mal loben. Genau, tut dir auch mal gut. Genau. Nein, ich glaube, das ist natürlich etwas, wenn wir das falsch einschätzen, und ich habe es falsch eingeschätzt in den letzten 2 Jahren. Ich bin davon ausgegangen, dass die Zinsen auch in Europa schon längst gestiegen sind zum jetzigen Zeitpunkt. Wenn man das falsch einschätzt, wir haben uns auch gerade im ersten RW Mentoring haben wir uns zum Beispiel angeschaut, Einflussnahme des brasilianischen Leitzinses auf den Kaffeepreis, sieht man nicht in jedem Fraktal, aber auch einen sehr, sehr ähnlichen Verlauf. Also das hat schon große Auswirkungen auf die Rohstoffpreise auch. Und naja, wenn ich da falsch liege mit der Erwartung, wie die Zinsen laufen werden, liege ich logischerweise auch auf jeden Fall vom Timing her falsch oder bin viel zu früh dran, was die Rohstoffpreisentwicklung angeht. Das ändert nichts daran, wir haben vor ein paar Wochen darüber gesprochen auch, das ändert nichts daran, dass wir demografisch
vor einem riesigen Klopper stehen im Agrarbereich, weil das Durchschnittsalter mittlerweile bei 65 Jahren liegt von Farmern. Es kommt praktisch nichts mehr nach, weil es natürlich aufgrund dieser nicht lohnenden Produktionskosten beziehungsweise der geringen Kosten oder der geringen Einnahmen, die man generiert mit den Verkäufen von den produzierten Rohstoffen, die weit unter den Produktionskosten liegen, ist es natürlich, selbst wenn es Subventionen gibt, ich meine, wird man einen Job annehmen, bei dem man gerade so überleben kann und wo auch noch die Hälfte oder ein Drittel vom Staat kommt? Wahrscheinlich nicht. Das heißt also, dass dieser demografische Faktor, der ist dadurch nicht weg, der ist nicht vom Tisch. Demografisch müssten wir einen riesigen Rohstoffbullenmarkt bekommen. Nur, da haben wir auch schon drüber gesprochen, Gott weiß, wann das losgeht. Das kann in 5 Jahren losgehen, das kann in 7 Jahren losgehen, das kann auch in ein paar Wochen losgehen, dass es auf breiter Front steigt. Da brauchen wir natürlich noch ein paar Faktoren, die wir gegenwärtig noch nicht haben. Aber der Faktor Zinsen, der spricht im Moment halt immer noch nicht für stark steigende Rohstoffe. Und von daher glaube ich, ist es auf jeden Fall gut, wenn man dort Denkmuster aufbricht. Und was die inverse Terminstruktur, die inverse Zinsstruktur angeht, werde ich, wie gesagt, mich mal dran setzen und die historischen Situationen mal dokumentieren. Und dann werden wir das in den nächsten Wochen mal irgendwann nochmal aufgreifen, dieses Thema, und hier ja, vorstellen, wie es denn dann gelaufen ist, weil ich glaube, das ist natürlich auch elementar wichtig für egal, was wir handeln, ob man jetzt in Aktien investiert, ob man in Immobilien investiert, ob man Rohstoffe handelt, Währungen. Das ist generell sehr, sehr wichtig. Von daher, das werden wir auf jeden Fall aufgreifen. Und hier bei dem Spread Trade Thema, wo steige ich aus? Wie gesagt, hier ist das Ziel. Das ist so, wir sind jetzt so ungefähr bei 38 und bei 28 will ich aussteigen. Alternativ wäre eben hier auch ein Gegensignal, wenn der Indikator, der Spread-Indikator hier unten in das grüne Feld läuft, dann steige ich auch aus. Also entweder das trifft dieses Ziel oder es gibt eben ein Gegensignal und dann verlasse ich diesen Spread Trade auch. Das Schöne, was ich bei Spread Trades so mag, ist, wenn ich mit dem Spread nicht direkt richtig liege, habe ich immer noch die Möglichkeit, das irgendwann einseitig aufzulösen. Also es könnte ja jetzt auch sein, dass der Spread sich noch ausweitet, der T-Bond noch eine Weile stark bleibt. Dann habe ich aber immer noch die Möglichkeit, irgendwann das einseitig aufzulösen durch ein entsprechendes Setup und daraus dann einen direktionalen Trade zu machen. Natürlich, irgendwann muss ich dann schon auch richtig liegen, ganz klar. Aber bei den Spread Trades ist ein bisschen schwierig, natürlich mit bestimmten Produkten zu handeln, weil also hier zum Beispiel, das ist natürlich ein sehr effizienter Spread. Ob man da jetzt bei einer langen Haltedauer mit Zertifikaten so den Reibach machen wird, das wage ich mal zu bezweifeln. Aber ich handle das im Future und da sehen wir jetzt auch schon ganz ordentliche Bewegungen. Muss natürlich jeder für sich ausloten und natürlich auch entscheiden, was für Produkte er da nimmt. Aber Möglichkeiten gibt es natürlich. Und ich glaube, das ist eine ganz interessante Möglichkeit hier. Aber da braucht man natürlich ein bisschen Sitzfleisch. Das wird jetzt nicht innerhalb von 3 Tagen einbrechen. Aber ich denke, da werden gerade das zweite Halbjahr ist meistens auch dieser Spread in diese Richtung unterwegs. Im zweiten Halbjahr neigen die kurzlaufenden Anleihen eben dazu, die langlaufenden outzuperformen. Und von daher, auch saisonal ist das dann entsprechend untermauert. Wir werden es sehen, wie es läuft. Das ist jetzt mal ein Trade, den ich im Trading Room jetzt in dieser Woche aufgemacht habe. Ansonsten, ja, haben wir jetzt zumindest heute auch wieder ein neues Allzeithoch markiert, auch wenn das so ein bisschen schleicht, aber läuft in die richtige Richtung. Mal gucken, wie es da weitergeht. Ja, das war's zu diesem Punkt. Dann sind wir von meiner Seite sogar zu einer unfassbar frühen Zeit sogar durch. Abwarten. Abwarten. mal, wollen wir vielleicht mal das ein oder andere Thema hier aufgreifen. Hier kam zum Beispiel gerade eine interessante Frage vom Gerhard rein. Die können wir natürlich jetzt nicht allgemein beantworten, sondern nur wir beide, weil nicht jeder die Rederechte hat. Aber er fragt, was meint ihr, was macht die große Masse von uns Deutschen, wenn sie merkt, dass von ihren 1.000 Euro auf dem Sparbuch jedes Jahr 5 Euro abgebucht werden?
Vielleicht sagst du mir erstmal deine Meinung dazu, danach sage ich auch gerne meine Meinung dazu. Ich bin Trader, ich habe gar keine 1000 Euro auf dem Sparbuch. Aber was Ja, denkst du, gut. was mit der Masse an Personen passiert? Deutsche sind tendenziell eher ängstlich. Also ich würde mein Kapital darunter holen, aber ich glaube, Deutsche sind so ängstlich, dass sie das nicht machen werden, weil sie vor den Alternativen noch mehr Angst haben. Also ich würde jetzt sagen, wenn das. Lustig, genau, genau das denke ich auch. Also ich glaube nämlich auch nicht normalerweise, das Problem ist ja auch ein bisschen, von den letzten Jahren des Aktienmarktaufschwungs hat ja wahrscheinlich nie fast keiner was davon mitgenommen. So, und jetzt steht man vor dem Problem, es gibt keine Zinsen mehr, der Markt fängt an, seitwärts zu laufen oder sogar zu schwächeln. Ich meine, ich sehe jetzt nicht unbedingt den großen Aufschwung am Aktienmarkt momentan. Es sei denn, natürlich kommt jetzt wirklich nochmal eine große Masse rein und möchte investieren. Zumindest dann wird es mal kurzfristig vielleicht ein bisschen aufwärts gehen, aber natürlich wurde diese ganze Aufwärtsrallye nicht mitgenommen. Und ich glaube, bei dem Thema, weil es jetzt 5 Euro angesprochen wurde, ich glaube, so traurig es auch ist, da bleiben die meisten noch ruhig. Aber auf der anderen Seite, ich sehe das schon sehr, sehr skeptisch. Wenn man auf der anderen Seite sieht, so die Zinsen fallen weg. Also man kriegt kein Geld mehr aufs Sparbuch. Die Mieten steigen. Das Leben kostet immer mehr. Die Lebenshaltungskosten werden steigen, steigen, steigen. Man kann ja, also in vielen Städten, ich meine, ich wohne ja jetzt hier auch in Frankfurt, bin jetzt vor 2,5 Jahren umgezogen. Eine größere Wohnung hat auch schon ordentlich reingehauen jetzt, was die Änderung der Miete war. Von der vorigen Wohnung hat sich mehr als verdoppelt. Natürlich auch, weil ich eine größere Wohnung habe, aber trotzdem hat sich mehr als verdoppelt. Und da frage ich mich natürlich auch immer, wie ist das eigentlich für die Allgemeinheit, die jetzt ein normales Gehalt hat? Das wird sich irgendwann schlagartig ändern. Es gibt ja viele Personen mittlerweile, die einfach nicht mehr umziehen können, die dann teilweise vielleicht mit einer Familie in einer großen Wohnung gewohnt haben. Jetzt leben sie alleine. So, die können gar nicht mehr eine kleinere Wohnung, eine Zwei-Zimmer-Wohnung umziehen, weil die sagen, wir geben die Wohnung dann frei, weil die Zwei-Zimmer-Wohnung mittlerweile mehr kostet als die Fünf-Zimmer-Wohnung, wo sie vor 20 Jahren hingezogen sind. Also völlig irre natürlich. Und ich glaube, bis zu einem gewissen Punkt machen die Leute das mit. Aber ich bin gespannt, wie es dann weitergeht. Ich kann mir schon vorstellen, dass die Stimmung da auch relativ schnell umschlägt. Und das sieht man natürlich auch bei vielen Wahlumfragen schon. Und ich denke, dass diese Unzufriedenheit, die allgemein natürlich da herrscht, immer mehr sich in Außenbereiche der Politik auch äußern wird. Ich will mich da jetzt gar nicht zu äußern, in welche Richtung und so weiter. Aber natürlich ist man dann wahrscheinlich, ja, wenn es dann auf jeden Euro auch irgendwo am Ende des Monats ankommt, viel sensibler, was viele Themen angeht, Einwanderung und so weiter und so fort. Von daher bin ich gespannt, wie das weitergeht, aber ich sehe das auch sehr, sehr skeptisch und ich denke, der Gerhard hat die Frage auch so gestellt, dass er es wahrscheinlich auch skeptisch sieht, diese ganze Thematik. Und wie gesagt, ich glaube, bei 5 Euro oder so, da sagen wahrscheinlich noch viele, ist egal, Hauptsache mein Geld ist sicher, liegt gut auf dem Sparbuch. Aber ich denke, es wird irgendwo eine Schwelle geben, wo diese ganze, oder ja, wo das dann auch umschwenken kann, auch im Kopf, ist zumindest mein Gedanke. Ich weiß nicht, wie du das siehst, René. Ja, absolut. Da gibt es zum Beispiel auch Ray Dalio, der hat hier dazu auch sehr viele Abhandlungen verfasst, hat auch jetzt, glaube ich, zwei neue Bücher rausgebracht in diesem Jahr. Und der beschreibt die Kausalität zwischen wirtschaftlichen Problemen bzw. wirtschaftlichen Krisen und ja, und gesellschaftlichen Krisen beziehungsweise ja, Völkerwanderung, gesellschaftlicher Eskalation in Form von Bürgerkriegen und so weiter, diese Zusammenhänge sehr, 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 sehr gut und weist da explizit drauf hin. Also von daher, ich glaube jetzt nicht, dass es im Anlageverhalten etwas schnell ändern wird. Also die Leute werden natürlich meckern. Aber ich glaube, wir sind in Deutschland jedenfalls meines Eindrucks nach nicht diejenigen, die dann sofort sagen, okay, jetzt schichte ich um und mache dies, sondern man belässt es halt und meckert. Aber Und die Schuld wird natürlich immer woanders gesucht, das sowieso, das glaube ich. die natürlich gesellschaftlich wird es natürlich Auswirkungen haben. Man sieht das ja schon in Frankreich, was da teilweise abgegangen ist, phasenweise, das wundert mich, dass es hier im Moment noch so ruhig ist. Also das wird wahrscheinlich schon auch kommen. Mich ehrlich gesagt auch. Ich glaube, durch die ganzen Demonstrationen rund um die Umweltschutz und so weiter gerät das wahrscheinlich ein bisschen in Vergessenheit, aber früher oder später, ich meine, ich sag mal so, wir sind ja jetzt noch jung, wir können ja wahrscheinlich noch vieles auffangen. Ich frage mich, wie das für Leute sind, die kurz vorm Rentenalter sind. Die haben vielleicht dann noch, keine Ahnung, alte Lebensversicherungen oder sonstiges, wo sie da Geld eingezahlt haben.
Aber wenn man auf der anderen Seite sagt, man hat vielleicht darauf spekuliert, dass man irgendwo noch am Ende des Jahres, am Ende der letzten 10 Jahre noch irgendwie eine gute Zinseinnahmen hat oder was auch immer, und auf einmal fällt das komplett weg, dann Prost Mahlzeit. Also das wird noch ganz, ganz übel, glaube ich. Ja. Und ich sage es ja immer, ich meine, das hat nicht so viel mit dem Thema jetzt zu tun, aber ich sage es ja auch immer, wenn man über die Straße geht, mittlerweile, wie viele Personen man auch sieht, von wegen Altersarmut, die rumlaufen müssen, traurigerweise, und Pfandflaschen sammeln. Unfassbar. Wenn ich das denke aus meiner Kindheit, hat es sowas kaum gegeben. Da hat man vielleicht mal einen in der Stadt gesehen. Mittlerweile hat man das Gefühl, an jeder Mülltonne muss jemand nach einer Flasche suchen. Ist furchtbar, ehrlich gesagt, das anzusehen. Aber ja, deshalb müssen wir mal schauen, wie das weitergeht. Kommen wir wieder zum anderen Thema, René. Ich gucke jetzt gerade mal. Der Eduard hatte mich eben gefragt, ich habe eine Frage zu einem Stay High für Gold oder hat sie einen angesehen. Stimmt es, dass wenn das obere Level von 1580 zum Beispiel erreicht wird, dann verfällt der Stay High? Vielen Dank für die Antwort. Also, da wir ja unterhalb von 1580 notieren, gehe ich entweder davon aus, dass du einen Stay Low-Optionsschein dir angeguckt hast oder aber einen Inline-Optionsschein. Ein Inline-Optionsschein hat ja eine obere und eine untere Barriere. Und wenn eine der Barrieren, das muss man als Knockout-Barrieren sehen, wenn eine der Barrieren gerissen wird, dann verfällt das Produkt wertlos. Wenn nicht, bekommt man am Ende der Laufzeit einen fixen Betrag ausgezahlt. Meistens sind das 10 Euro. Aber man kann natürlich während der Laufzeit das Produkt ständig kaufen und verkaufen. Und ein guter Rat ist, glaube ich, auch immer, man kann die Wahrscheinlichkeit der Auszahlung auch relativ gut anhand des Produktpreises ableiten. Heißt also, wenn ein Produkt bei 9,50 € steht aktuell, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass es zu der Auszahlung von 10 Euro kommt. Notiert ein Produkt bei 1 €, dann ist es natürlich brutal aggressiv und dann kann man davon ausgehen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass man am Schluss 10 Euro bekommt, relativ gering ist, also eher mal Richtung 0 geht oder dann bei 10% liegt oder in etwa bei 10% und dass es dann eher schwierig wird. Aber natürlich kann man auch die günstigeren Produkte kaufen, wenn man denkt, der Markt ist jetzt nah an eine Barriere rangelaufen, würde da eventuell abkippen, hat man natürlich einen brutalen Hebel auf einmal in solchen Produkten. Und wenn man einen Stay High hat, dann hat man nur eine untere Barriere, aber auch einen Knockout. Wenn das unterschritten wird, ist man weg. Wenn es aber oben rumdümpelt, perfekt. Und auf der anderen Seite ein Stay Low, sind wir also ständig, stehen wir sozusagen die ganze Zeit unter diesem Stay Low Level, unter der Barriere, entwickelt sich das Produkt dann möglichst positiv zum Laufzeitende hin. Wenn aber einmal das Level auch da berührt wurde nach oben, dann knockt das Produkt auch aus. Dann Mario schreibt gerade, die Deutschen sind doch viel zu träge, um auf die Straße Wird zumindest online die Jugend. protestiert. Ja, genau, online. Die Jugend macht es ja vor. Aber klar, die Frage ist, wer ist da genau betroffen und wer geht dann auf die Straße? Guter Punkt, ganz lustig. Dann noch eine Frage, René, zur neuen Ausbildung, Avid Mentoring, ob du noch mal ganz kurz sagen kannst, weil da jetzt jemand neu dabei ist, der noch gar nichts davon gehört hat, vielleicht mal in zwei, drei Sätzen, um was es da genau geht. Und dann kam noch die Frage vom Thomas, der fragt, wie viele Plätze sind da noch frei aktuell? Ich meine, es sind 4 oder 5. Ich weiß nicht, ob du gerade die genaue Zahl hast. Ich meine, es wäre so. Aber da kannst du vielleicht noch mal kurz, wie gesagt, zwei, drei Sätze zu sagen. Und wenn du weißt, wie viele frei sind, sagst du es auch noch. Und ich kopiere in der Zeit noch mal den Link auch in den Chat rein, weil am 1.9. René geht es ja, glaube ich, los, ne? Und Genau. wer da noch Lust hat, sich anzumelden, dann kann er sich entsprechend anmelden. Anmeldungen danach sind ja dann nicht mehr möglich. Genau. Ich glaube, es sind 4. Müsst aber jetzt auch nochmal nachschauen. Ja, wir werden, also das beim RW Mentoring, was das im Wesentlichen ausmacht, ist, dass wir fundamentale Zusammenhänge dort im Wesentlichen besprechen. Nicht nur Strategien. Strategien sind auch viele dabei, auch sehr viele auf den DAX, auf den US-Aktienmarkt, auf die Währungsmärkte, auch auf Rohstoffe teilweise, aber schon sehr viel auf die Aktienmärkte auch. Speziell für den DAX haben wir vergleichsweise viel sogar dabei, weil wir da natürlich über die Jahre auch viele Erhebungen gemacht haben, viele Untersuchungen, tolle Effekte auch herausgefunden haben, die man systematisch nutzen kann. Aber was wir natürlich selbst auch tatsächlich, und da ist das ein großer Vorteil, diese Erfahrung gemacht zu haben, über die ja mittlerweile 15, 16 Jahre, in denen ich auch mit Tradern zusammenarbeite, was wir dort auch sehr stark gesehen haben, ist, dass es eben nicht damit getan ist, ein Regelwerk zu geben und zu sagen, hier, das musst du einfach nur durchhandeln und dann kommt automatisch mit der Zeit Performance, manchmal ein bisschen früher, manchmal ein bisschen später, sondern die meisten Trader haben sehr große Unsicherheiten, werden auch permanent wieder verunsichert durch irgendwelche
medialen Berichterstattungen und so weiter und können vor allem mit den Phasen, in denen ein System nicht funktioniert, nicht umgehen. Ich persönlich mache es ja so, das könnt ihr im Trading Room auch immer verfolgen. Ich habe natürlich konkrete Setups, die ich nutze, aber habe auch eine diskretionäre Komponente, ein Grundverständnis für die Märkte, was ich immer versuche einzubringen. Und da sind gerade solche Sachen jetzt, was wir jetzt hier besprochen haben oder so ein bisschen angerissen haben, Thema Zinsen, wie wirken die sich auf Preise aus von Rohstoffen? Wie kann ich eine grobe Marschrichtung terminieren? So etwas besprechen wir. Wir gucken uns zum Beispiel für Rohstoffhandel, gucken wir uns die Anbauflächen an. Was wir auch in einem Wesentlichen dort machen, was ganz wichtig ist, dass wir die Informationsquellen auch, wir haben eine riesige Excel-Datei, wo ganz viele historische Daten drin sind von Anbauflächen, die ihr dann einfach weiterpflegen könnt. Da ist aber auch eine Linkliste von sehr guten Webseiten, auf denen man gratis in der Regel Daten bekommt oder Informationen bekommt. Also wir machen das schon von der fundamentalen Seite, haben aber natürlich auch Strategien dabei. Aber unsere Erfahrung eben über diese Zeit, in der ich selbst handle, aber auch mit Tradern zusammenarbeite, ist eben, dass es ohne ein sehr gutes und weit entwickeltes fundamentales Verständnis sehr, sehr schwer ist, am Markt dauerhaft Geld zu verdienen. Das sieht man auch daran, dass natürlich ganz viele, das sieht man ja bei jedem CFD-Broker, wird das ja auch dargestellt, man muss einfach nur mal gucken, was machen die meisten traden technisch oder auch statistisch, also selbst das statistische Trading ist sehr, sehr schwer, wenn ich die fundamentalen Zusammenhänge dahinter nicht verstehe. Wir haben das auch hier schon besprochen, einfaches Beispiel. Ich kann euch eine Saisonalität geben und sagen, hier Trefferquote 80%, funktioniert in 8 von 10 Fällen. Du musst am 1.5. long gehen und am 10.7. steigst du aus der Long-Position raus, aus und hast den und den Stop und das Gewinnziel. Werden die meisten nicht umsetzen können, weil es wird schon im ersten Jahr vielleicht eine Abweichung geben, da wird das nicht funktionieren. Im zweiten Jahr funktioniert es vielleicht ein bisschen, dann wird man das verlieren. Wie ich das nutze, ist, ich kenne auf der einen Seite natürlich diese statistisch vorteilhaften Phasen. Ich weiß aber auf der anderen Seite auch, eben dadurch, dass ich mich sehr intensiv mit diesen Märkten befasst habe, was die fundamentalen Einflussfaktoren sind, welches Klima zum Beispiel günstig für einen Rohstoff ist. Wir haben das jetzt zum Beispiel in diesem Jahr, haben wir El Niño gehabt als Phänomen, wird vielleicht vielen gar nichts sagen. Wir machen das, wir gehen auch diese Routinen gemeinsam durch im RW Mentoring. Also wie kriege ich es hin? Habe ich gerade jetzt am Wochenende auch mit einem Coaching-Kunden hier besprochen, dass man Sachen nicht verpeilt. Also wie kriege ich eine Checkliste hin, wie es ein Pilot auch hat, ein Arzt hoffentlich auch. Ich weiß es nicht, ich bin meistens in Narkose gewesen, wenn die das hätten machen müssen, aber ich hoffe mal, dass sie es machen. Also eine Checkliste, wie kriege ich es hin, dass ich chronologisch durchgehe, was ich abzuklären habe, um nichts zu übersehen, um die Entscheidung wirklich gereift zu treffen. Und wenn ich also nicht verstanden habe, warum ein saisonaler Effekt da ist, dann werde ich natürlich sehr verunsichert sein, wenn ich jetzt nur sage, okay, ich muss das jedes Jahr machen. Wenn das zweimal nicht funktioniert hat, werde ich sehr verunsichert sein und werde die Angst haben, das wird jeder kennen von euch, dass es nicht mehr funktioniert. Und diese Angst kriege ich nur weg, wenn ich verstehe, woher dieser Effekt kommt. Um bei diesem Beispiel zu bleiben, in einem El Niño-Jahr haben wir, das weiß ich zum Beispiel, und solche Sachen besprechen wir dort. Ich will es schaffen, dass jeder Teilnehmer sofort, wenn er irgendeine News hört, dass er sofort weiß, also zum Beispiel, ich hatte jetzt in diesem Jahr, im letzten Jahr, bin ich mit dem Auto gefahren, hat einer im Radio gesagt, aufgrund des milden Winters, sehr, sehr milder Winter, Waldböden sind weich, da weiß ich sofort, das betrifft den Bauholzpreis. Jetzt werden viele sagen, ja, Bauholz will ich nicht handeln. Genau so etwas aber kann ich für nahezu jeden Markt wissen. Oder wenn ich höre oder wenn ich sehe, es ist ein El Niño-Jahr. El Niño, ein Wetterphänomen im pazifischen Raum. Wie beeinflusst das einzelne Rohstoffpreise? Es ist von Vorteil, wenn ich sofort zumindest weiß, okay, Kaffeepreis leidet eher darunter. Dann habe ich es zum Beispiel vermieden,
weitere Long-Positionen aufzumachen. Ich habe Kaffee in diesem Jahr, ich habe eine kleine Position und selbst die ist zu viel. Aber ich habe im Gegensatz zu dem, was ich früher gemacht hätte, keine weiteren Positionen aufgemacht. Ich muss auch wissen, zum Beispiel in einer El Niño-Phase, Kakao ist der stärkste Markt. Orange Juice der schwächste Markt. Warum? Weil dort ist ein großer Faktor, der den Preis nach oben treibt, die Spekulation auf Frostschäden. El Niño verursacht aber ein mildes Klima dort. Dass es dort Frost gibt in solchen Phasen, ist unwahrscheinlich. Also solche Kausalitäten besprechen wir. Das sind alles sehr, sehr logische Sachen und haben dabei auch ganz tolle technische Setups, wo wir beziehungsweise statistisch technische Setups, wo wir zum Beispiel den Sparplaneffekt nutzen, also wann eben die Sparpläne, das Geld für die Sparpläne in den Aktienmarkt fließt, solche Geschichten. Ich freue mich drauf, weil es wieder auch ganz viele Sachen sind, die wir, oder praktisch nur Sachen, die wir noch nicht besprochen haben. Auch ich freue mich jetzt schon darauf, auf das Präsenzseminar, weil wir eine ganz tolle Truppe auch dabei haben dann. Also nicht eine Truppe, die auftritt, sondern die ganze Gruppe, die bei dem ersten Mentoring dabei war, das sind ja die fast alle, würde ich mal von dem, was ich so gesehen habe, behaupten, fast alle sind jetzt auch wieder dabei, zumindest aus der allerersten Gruppe. Also das wird auf jeden Fall eine gute Sache werden und ja, wer sich da interessiert, kann sich da gerne noch ausführlicher informieren. Wir haben auf der Webseite auch die Chronologie der ganzen, beziehungsweise die Liste der ganzen Themen. Da werden aber noch Themen dazukommen. Wir werden es auch so machen, das will ich vielleicht noch abschließend dazu sagen. Wir werden es auch so machen, weil es schon sehr praxisnah sein soll. Wir werden die konkreten Setups, die praktische Umsetzung, die man auch im Trading Room immer sehen kann, wir werden die Trades auch immer wieder durchsprechen. Das heißt also, wir nicht nur irgendwie theoretisch schulen, sondern ich werde konkret zeigen, so und so handle ich den und den Trade oder so und so habe ich ihn jetzt in dieser Woche oder in diesem Monat gehandelt. Das werden wir immer wieder durchsprechen, weil man so meines Erachtens am besten lernt. Und ja, wie gesagt, 1.9. geht's los und ja, ich freue mich schon sehr darauf, weil es wieder ganz viele interessante Sachen gibt, die wir da besprechen werden. Siehst du, René, und so schnell sind die 15 Minuten auch wieder vorbei bei dir. Also, ich habe gerade nachgeguckt, es sind noch 4 freie Plätze da. Link habe ich reinkopiert, wer Interesse hat, kannst du das anschauen. Freue mich auch schon auf das Präsenzseminar, werde natürlich auch mit von der Partie sein. Macht ja immer richtig viel Spaß. Und da wir jetzt 7:58 haben, sage ich schon mal Tschüss, einen schönen Abend noch, hat wieder mal Spaß gemacht. Und ich freue mich aufs nächste Trading Insights Webinar am Sonntag. Und bis dahin weiterhin gute Trades. Macht's gut. Und jetzt nochmal an dich, René. Ciao. Ja, auch von mir, vielen Dank für eure Zeit, für eure Aufmerksamkeit. Webinar wurde aufgezeichnet, werden wir schnellstmöglich hochladen auf den YouTube-Kanal. Da könnt ihr das dann abrufen. Falls ihr den noch nicht abonniert habt, könnt ihr das gerne tun. Und dann, ja, morgen ist ja nochmal ein Handelstag, da wünsche ich euch viel Erfolg. Und am Sonntag dann das nächste Trading Insights um 11 Uhr. Freut mich, wenn ihr dann teilnehmt. Bis dahin wünsche ich euch morgen viel Erfolg, ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.